Gerade reinkommt in die City. Ja, ist klar. Aber die geben sich auch hier Mühe. Die haben sich richtig Mühe gegeben, auch das Spiel mit der Musik und so. Da sage ich auch von den Entwicklern von Cities Skylines so Respekt daran, dass sie sich so eine Mühe gegeben haben. Ja, wir haben es geschafft. Nein. Egal, das kann ich später nochmal. Warum ich jetzt gerade die Autobahn jetzt gerade hier von einer anderen Autobahn hierher geführt habe, Grund ist, da kann ich hier Untergrund dann nochmal eine Ausfahrt machen, dass die hier das Gebiet nochmal verbindet. Weil wenn man sieht, wo die letzte Autobahnausfahrt ist, ist hier, hier, hier und hier. Also alles nur im Zentrum oder Hauptautobahn. Deswegen habe ich noch eine kleine Nebenautobahn gemacht, dass die Fahrzeuge schneller nach A nach B kommen. Und so schneller auch dies, auf Deutsch, wie soll ich das sagen, schneller Geld, mein Geld von A nach B gebracht wird. Und das ist A und O, das Geld muss ja fließen. Das darf ja nicht stehen bleiben. Wenn sie hier irgendwo hier in der Weltgeschichte rumfahren müssen, da verliere ich mein Geld. Und da die Lieferung für das hier ist auch das A und O. Alles klar. Was sieht man hier auch? Dass die ganzen hier. Langsam wegfallen und so. Boah, warum? Ernsthaft, ich wollte es nicht als Autobahn. Warum baue ich jetzt eine Autobahn mitten in die Stadt rein? Ja, das ist ja also fast mit, so komplett. Und deswegen mag ich das auch so. Weil hier kannst du richtig deine Ideen reinhauen, was du hast. Und das sieht richtig geil aus. Ich kann dir gerne mal zeigen, was ich meine damit. So. Du meinst was mit Architektur? Ich such gerade. Warte. Hier, wenn hier du hier lang fährst, habe ich mir wirklich überlegt ganz genau, wie das links und rechts aussehen soll. Mit den Häusern und so, das richtig Hochhäuser sind, wenn du bei der Autobahn lang fährst. Das ist das komplette Haupt, das ist der erste Teil von der Stadt gewesen hier mit so. Also nicht der erste Teil ist hier vorne, die ganz kleinen Dinger hier. Das ist klar. Aber hier habe ich mir wirklich schon überlegt, wie ich es mache. Und hier hinten so noch. Also, und das hier hinten, was hier vorne siehst, hier, das ist das Hauptzentrum. Also, das hier mit den selben Gebäuden, das Modell hier unten, dann bestückt werden. Das soll hier drüben auf der Insel noch weitergehen. Deswegen fallen hier auch die Schiffe an. Wenn du hier so rankommst in die City, dass du komplett schon mal eine fette Skyline siehst. Okay, was man dahinter sieht, ist erstmal egal, dass komplett erstmal nichts kommt. Das wollte ja keiner wissen. So. Aber sonst so überlege ich mir schon, was ich so baue, alles mit. Ah, das ist gerade laut gewesen am rechten Ohr. Holy moly. Mal sagen, ich bin nicht so der Bauexperte, sagen wir mal so, oder so schönbaumäßige Typ. Ich baue es frei Schnauze. Ich baue es so, wie es mir gefällt dann. Klar, okay, dass sie tot ist, frage ich mich auch. Aber sonst so einen großen Schnitt. Aber ich würde die Stadt soweit gut ausgebaut.
Das man empfiehlt das Stream von Staffel 2. Also es müsste voll 51. Folge schon sein. Ich habe auch noch eine Staffel 1 gemacht, da habe ich auch übelst reingesetzt, da habe ich wirklich komplett, wenn ich komplett so eine Stadt machen will, wenn ich so mit denke, also wie ich jetzt spiele hier, aufbauen mit 2 Monaten, 3 Monaten. Weil ich habe noch andere größtenteils Spiele noch so ohne Stream, noch andere Maps. Komplett, ist mit, doch mit Mods dabei und so. Und da spiele ich auch schon so lange, bis das Spiel sagt, nein, da budern. Weil nach einer bestimmten Grenze von Bewohnernzahl ist die Performance dann so ungefähr. Nach der Zeit. Das sieht man auch bei den Fahrzeugen dann, dass die Performance runtergeht. Weil normalerweise sind die Fahrzeuge sehr schnell, weil man auf dem schnellsten Tempo hat, sieht man ja, ich habe eine geile Vollgas, weil das ist normal. Das ist das mittlere und das ist Vollgas. Und die Fahrzeuge fahren schon langsam, also heißt auf Deutsch, ich bin schon langsam am Limit. Größtenteils mit den Bewohnern, größtenteils ab 140.000, 150.000 ist dann die Stadt am Limit. Was ich sehr schade finde, ist ein schönes Spiel. Bloß an der Performance müssen sie ein bisschen bessern, dass du noch mehr machen kannst. Weil du siehst, ich habe hier das alles hier, das ganze Gebiet hier, was weiß eingekreist ist, ist mein Bauland. Also siehst, ich habe noch viel Fläche zum Bauen eigentlich. Und das ist die ganze Stadt von oben nur. Können wir decken, jetzt ein Asteroid gerade eingestürzt. Supi. Frage, welche Plattform spielst du? Spaß, Alter. Boah, das wollte ich gerne mal ganz mal wissen, sonst kann ich es besser sagen dann. Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich sag mal so, ich habe das mit 20 Euro gekauft, ungefähr das Game. Und das war vor 3 Jahren habe ich es für 20 Euro gekauft. Ich glaube mal so ein Dreh von 20 bis 35 Euro kannst du rechnen. Und wenn du noch die ganzen DLCs haben möchtest, kannst du überlegen, da gibst du mit DLC-Pack, kannst du komplett damit kaufen. So, ich mach mal hier lang die Autobahn. So, die Autobahn macht jetzt hier hinten einen Schlenker. Und dann geht sie hier hinten lang. Dann ist die Autobahn hier hinten, die endet. Also ich kann die gerade leider nie viel sagen, wirklich. Ja,
Okay, dann geht's, wenn du noch ein paar übrig hast. Aber trotzdem musst du mal einfach mal im PlayStation Store gucken, wie viel teuer das ist. Was ist für ein Dünnpfiff? Ich bin zu weit oben noch. So. Dann machen wir es so. Sieht beschissen aus eigentlich, aber egal, soll er es wegbringen. So. Ah, guck mal, trotzdem wo. Ich hab mich gerade erschrocken, Alter. Ich steh. Ich guck hier so gerade gechillt. Okay. Also hast du ein bisschen zu tun heute, hä? Was mir auffällt, ich finde das so kahl hier. Solange nicht noch mehr Gebäude hier stehen, finde ich das so nackt hier drin. Sieht doch besser aus jetzt. Was kleine Bäumchen immer so bringen. Oh, ist auch, wenn ich gerade ein bisschen so bin, ist gerade wirklich sehr heiß. Am meisten, wenn man ganz hart neben dem Laptop sitzt und ganz hart ist dabei, ist es sehr anstrengend. Uiuiuiui. Ich hab nicht gewusst, dass das so viel warme Luft rauspustet gerade. Das hat er bis jetzt noch nicht einmal gemacht. Nee, das Problem ist, da ist er noch übelst warm draußen und dann pustet dein Laptop oder dein PC dich noch übelst voll an. Das ist dann noch widerlich. Aber was cool ist, dass es schon genommen wird. Wo wollen die? Lass mich mal gucken. Das ist ein Taxi. Wo bist du hin? Ah, cool. Guck mal. Da fährt schon hier hinter. Bis hier hin will er. Okay, also bis zur Bushaltestelle. Ah, bis hier hin. Okay, bis hier hin will er. Das ist neu, das ist auch neu gemacht. Das sieht man wenigstens, bis wohin die Bewohner hin möchten. Sieht man das auch hier? Warte mal, ich gehe mal auf einen drauf. Okay, sein Wohnhaus ist hier hinten. In der Wallerei. Also komplett hier hinten. Da hinten ist der Bewohner.